So, ich schließe meine Ladeklappe vom Kia Xceed Plug-in Hybrid und heiße euch herzlich willkommen hier auf dem Kanal bei UBI Tested zu einem neuen Video. Und zwar, worum geht es denn heute? Wir gehen auf Verbrauchsrunde, aber wir gehen nicht auf Hypermiling hinter LKWs, sondern wir schicken den Wagen ganz normal in den Alltag hinein und schicken ihn über unsere Verbrauchsrunde, die 50% Überlandfahrt beinhaltet, 40% Autobahn mit VMAX 140 und 10% Stadtverkehr. Und am Ende wollen wir mal sogar herausfinden, was verbraucht er denn mit voller Antriebsbatterie und mit leerer Antriebsbatterie. Während der Fahrt gibt es dann natürlich noch ein paar Informationen zum Fahrzeug und am Ende die Abrechnung, was verbraucht er mit und ohne geladenem Akku. Wenn euch das Ganze interessiert, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und das Ganze zu liken, denn das bringt uns hier weiter und sorgt dafür, dass ich euch immer neue Fahrzeuge hier auf dem Kanal präsentieren kann und darf. So, und jetzt steig mal ein und auf geht's zur Verbrauchsrunde mit dem Kia Xceed Plug-in Hybrid. Viel Spaß! Der Kia Xceed macht optisch in meinen Augen schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck. Er steht stämmig auf der Straße, als Crossover vor allem auch so ein bisschen ja, geduckter, eher sportlich ausgelegt. Mir gefallen die Frontscheinwerfer und auch die Heckleuchten sehr gut, auch mit dieser LED. Beleuchtung am Heck oder in der Front mit diesen einzelnen Punkten für das Tagfahrlicht, finde ich, hatte schon einen eher sportlichen und präsenten Auftritt. 4,40 Meter ist der Kia Xceed lang, damit entspricht er dem normalen Kompaktmaß und ist einer von vier Karosserievarianten, die man auf der Seed-Baureihe bekommt. Entweder den klassischen Hatchback oder aber den Kombi oder es gibt dann noch einen Shooting Brake und eben hier das Crossover SUV. Der Xceed, den ich hier fahre, der bietet im Kofferraum ein Volumen von 291 bis 1243 Liter, ist damit auch etwas kleiner als die normalen Verbrennungsantriebe. Das liegt daran, weil die Antriebsbatterie, die unter der Sitzbank ist, noch so ein bisschen in den Kofferraum hinein verläuft. Damit es auch einen ebenen Laderaumboden gibt, hat man einfach diesen doppelten Laderaumboden verkleinert. Und deswegen, weil wir nicht mehr so hoch bauen können, ist auch der Kofferraum etwas kleiner. In der Praxis kommt damit aber jeder zurecht. Man kann alles gut einladen, auch ein Kinderwagen geht rein, einfach die Hutablage raus und wunderbar. Auf der Rückbank passen sogar Reboarder-Sitze einwandfrei rein, zumindest auch hinter meinen Sitz. Meine Größe von 1,78, mit der ich auch gut hinter mir sitzen kann. Genügend Beinfreiheit und Kopffreiheit habe ich auch. In der ersten Reihe sitzt es sich äußerst angenehm auf gut gepolsterten und bequemen Sitzen. Die sind hier mit Kunstleder bezogen und sowohl beheizt als auch belüftbar und elektrisch einstellbar mit Lordosenstütze dank Platinum-Ausstattungsvariante der höchsten Ausstattungslinie. Dazu kommen dann noch nette Annehmlichkeiten wie eine Lenkradheizung, Klimaautomatik, Rückfahrkamera, Parkassistent und das große Navigationssystem, das sich UFO nennt, mit Live Traffic Information und auch einer Konnektivität von Apple CarPlay oder Android Auto. Die Fahrwerksabstimmung ist übrigens den Kia-Leuten wirklich gut gelungen. Man hat sich für eine eher straffe, sportlichere Auslegung entschieden, die meiner Meinung nach natürlich auch gut zum eher dynamischeren Äußeren passt. Und der Komfort kommt hier aber in keiner Weise zu kurz und das ist echt sehr gut, wie ich finde, denn so ein Crossover fährt man natürlich auch so ein bisschen mehr auch aus Komfortgründen, wie ich finde. Und schlechte Straßen werden hier wirklich gut gemeistert, einzig so ein paar Querfugen, die gibt er ein bisschen direkter an den Innenraum weiter, aber ohne, dass das störend wäre. Die Lenkung beispielsweise ist auch sehr direkt ausgelegt, hat auch eine gute Rückmeldung von der Straße zu bieten und so macht das Fahren sogar echt richtig Spaß mit dem Xceed. Beim Antrieb hat man sich bei Kia dafür entschieden, es etwas, ja, sag ich mal, rustikaler angehen zu lassen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir haben nämlich hier unter der Motorhaube einen 1,6 Liter Vierzylinder Saugmotor mit Benzin-Direkteinspritzung verbaut, den wir so auch schon in den normalen Kia-Modellen kennen.
Der leistet 77 kW und 142 Newtonmeter maximales Drehmoment. Gekoppelt wird er dann im Plug-in-Hybrid natürlich mit einem Elektromotor, der 40,5 kW leistet und 170 Newtonmeter bietet. Zusammen darf man das Ganze natürlich nicht 1:1 rechnen, sondern es gibt sich dann eine Systemleistung mit in der Spitze von 103 kW und 265 Newtonmeter Drehmoment. Das reicht, um den knapp 1,6 Tonnen schweren Xceed Plug-in Hybrid in genau 11 Sekunden auf Tempo 100 zu beschleunigen. Und bei der Höchstgeschwindigkeit gibt Kia eine Range an von 155 bis 188 Stundenkilometer, was dem geschuldet ist, wie viel Antriebsstrom oder wie viel Strom noch in der Antriebsbatterie ist und der Elektromotor mit pushen kann. Die Antriebsbatterie hat eine Kapazität von lediglich 8,9 Kilowattstunden und ist damit deutlich kleiner als beispielsweise ihre europäischen Mitbewerber sie verbauen. Was dafür natürlich sorgt, dass wir hier trotz der langsamen Ladegeschwindigkeit von 3,3 kW im Maximum nur eine Ladezeit von ungefähr 2 Stunden 45 erwarten müssen, wenn denn der Akku wirklich komplett leer sein sollte. Die elektrische Reichweite gibt Kia mit etwas über 50 Kilometern an. In der Praxis konnte ich jetzt bei normalen Witterungsverhältnissen hier so mit 13 Grad, wo wir unsere Verbrauchsfahrt machen, kam ich exakt 43 Kilometer mit der vollen Antriebsbatterie weit und das finde ich auch völlig ausreichend für den Alltag. Während mir das Zusammenspiel zwischen Elektromotor und Verbrenner wirklich gut gefällt, weil es so unmerklich geschieht, muss ich sagen, gefallen mir ein paar Dinge insgesamt nicht so gut. Und das merkt man vielleicht auch wirklich nur dann, wenn man den Wagen mit leerer Antriebsbatterie zum einen häufig unterwegs ist und zum anderen, wenn man häufig Leistung abrufen möchte. Fangen wir einmal mal an. Ist die Antriebsbatterie nämlich leer und selbst wenn sie voll ist, passiert es, dann läuft der Motor dennoch allzu häufig, wenn man morgens losfährt, weil es keinen Zuheizer hier gibt und der Motor laufen muss, um den Innenraum aufgeheizt zu bekommen, was ich eher kontraproduktiv finde. Vor allem gibt es auch so keine Möglichkeit, den Kia Xceed vorzukonditionieren, wenn er denn am Stromanschluss angeschlossen ist. Also eine Standheizung gibt es auch leider nicht. Also dafür definitiv mal ein kleiner Minuspunkt. Mein weiterer Negativpunkt, den ich erfahren musste, war, wenn man ihm Leistung abfordert, dem Antrieb. Ja, 1,6 Tonnen wollen halt nun mal bewegt werden und ja, ein Saugmotor braucht Drehzahl, also muss er hoch gedreht werden. Klingt dann aber auch angestrengt und der E-Motor ist jetzt auch nicht so kraftvoll, als dass er ihn perfekt unterstützen könnte, dann in seiner Arbeitsweise. So kommt es halt dann mal davor, wenn man auf einer Autobahn unterwegs ist mit 130, 140 Stundenkilometer und dann kommt eine größere Steigung, dann wird zurückgeschaltet, das wird im Innenraum eher sehr laut und er wirkt einfach sehr angestrengt und bemüht und man zeigt einfach auch, dass er sagt, ey, mir fehlt hier einfach ein bisschen Leistung, mach's Piano. Finde ich einfach sehr, sehr schade, denn man könnte hier einfach mehr rausholen. Aber gut, sie haben sich einfach dafür entschieden bei Kia. Und wer jetzt normal damit unterwegs ist im Alltag, wird damit sicherlich auch nie größere Probleme haben. So, da sind wir auch schon mit der Endabrechnung zum Kia Xceed Plug-in Hybrid. Mir gefällt er ja echt gut, also optisch schönes Auto. Und jetzt aber das Wesentliche erst einmal die Abrechnung am Ende, was das Thema Verbrauch angeht. 1,3 Liter und 11 Kilowattstunden jeweils auf 100 Kilometer wird er angegeben gemäß WLTP-Zyklus. Da aber unsere Strecke mit 115 Kilometer deutlich länger ist als der WLTP-Zyklus, können wir die Daten mal ganz getrost vergessen. Und wir kommen hier auf 3,9 Liter und 6,93 Kilowattstunden jeweils auf 100 Kilometer berechnet, wenn wir unsere Verbrauchsrunde mit voller Antriebsbatterie gefahren sind.
Im Anschluss sind wir es ja mit leerer Antriebsbatterie gefahren und da hatten wir dann einen Kraftstoffverbrauch von 5,4 Litern auf 100 Kilometer, was ich durchaus respektabel finde für dieses rund 1,6 Tonnen schwere Crossover-Modell. Beim Preis kann ich euch zumindest so viel sagen, 35.990 Euro kostet er in der Basis. Der Testwagen liegt bei 43.090 Euro und er ist voll förderungsfähig aktuell. Somit dürft ihr 7.177,50 Euro von diesem jeweiligen Listenpreis abziehen als Umweltförderungsbonus. Das war es jetzt von meiner Seite, jetzt seid ihr aber dran. Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt und das Video vor allem auch zu liken. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, sag vielen lieben Dank fürs Reinklicken, tschüss und Servus, euer Ubi.